So, damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, zur Aktuellen Stunde, zum Thema Wohnen muss bezahlbar sein. Einreicher ist die Linksfraktion und dazu darf ich Herrn Scholbach bitten. Mit dem Start. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Mieten steigen seit Jahren, die Lebensmittel werden teurer und teurer, der Strom kostet immer mehr. Und die Gaspreise explodieren regelrecht. Schon mit der Corona-Pandemie, aber mehr noch mit dem Ukraine-Krieg, ist das alltägliche Leben auch in unserer Stadt für viele Menschen deutlich schwieriger geworden. Viele Leute konnten schon vorher keine großen Sprünge machen, aber jetzt kommen sie kaum noch über die Runden. Nicht wenige Menschen zittern vor der nächsten Mieterhöhung und vor allem vor der nächsten Heizkostenabrechnung. Wie immer man die Sanktionen gegen Russland beurteilen mag, Fakt ist, sie haben ganz erhebliche Auswirkungen für Ostdeutschland, für die ostdeutsche Wirtschaft und die Menschen, die hier leben. Wie ist die Reaktion von Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen? Er empfiehlt den Leuten, sie sollten einfach kürzer duschen. Und gleichzeitig fliegt CDU-Chef Merz mit dem Privatflugzeug auf die Insel Sylt, wo sein Kumpel, der FDP-Chef Lindner, entspannt im Luxus-Cabrio über die Insel brettert. Und für das gemeine Volk werden Wärmehallen vorbereitet. Da hast du wirklich keine Fragen mehr. Auch in Dresden erleben wir durch politische Entscheidungen herbeigeführten real existierenden Irrsinn. Da sollen nun also mit der Vonovia Verhandlungen über den Kauf von mehreren tausend Wohnungen geführt werden. Das kann man durchaus machen. Irrsinn ist es aber, wenn vorher jahrelang riesige Summen ausgegeben werden, um zunächst mal tausende Wohnungen abzureißen. In Dresden wurden im Zeitraum von 2000 bis 2014 sage und schreibe 28,5 Millionen Euro an Steuergeldern verschleudert, um 8000 Wohnungen platt zu machen. Und jetzt haben wir einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum und geben Millionenbeträge aus, um tausende Wohnungen zurückzukaufen oder neu zu bauen. Da fällt mir ein, baue auf und reiße nieder, so hast du Arbeit immer wieder. Dieses erratische heute so und morgen so ist weit entfernt von einem vernünftigen, langfristig orientierten strategischen Handeln. Es ist das Gegenteil davon, und ein politischer Offenbarungseid. Und deshalb sage ich, wenn Wohnen in Dresden bezahlbar bleiben soll, dann bedarf es endlich einer ganz klaren Strategie und der konsequenten Nutzung der vorhandenen Handlungsmöglichkeiten. Ich möchte einige nennen, ich will einige Vorschläge der Fraktion Die Linke nennen, um eine wirksame und gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik betreiben zu können, benötigt die Stadt zusätzliche Grundstücke. Wir haben da ein Problem an bebaubaren Grundstücken für den sozialen Wohnungsbau. Und deshalb schlagen wir vor, dass die Stadt künftig grundsätzlich von dem gemeindlichen Vorkaufsrecht für Grundstücke nach § 24 Baugesetzbuch Gebrauch macht und es zielgerichtet zum Zwecke des sozialen Wohnungsbaus ausübt. Weiter schlagen wir vor und fordern ein, dass städtische Grundstücke künftig nicht mehr privatisiert, sondern im Sinne des Gemeinwohls genutzt werden. Statt diese Grundstücke im Einzelfall zu verkaufen, kann dort, wo es erforderlich ist, auch ein Erbbaurecht vergeben werden. Es hat den Vorteil, dass die Stadt Eigentümerin bleibt und diese Grundstücke eben nicht dauerhaft aus der Hand gibt.
Nach langem Kampf und ewigem Zaudern wurde ja nun endlich die Mietpreisbremse für Neuvermietungen eingeführt. Das ist zu begrüßen. Wir haben uns sehr dafür engagiert. Aber sie ist befristet bis Ende 2025. Und deshalb gilt es bereits jetzt, Druck zu machen, damit der Gesetzgeber hier tätig wird, damit die Mietbremse erforderlichenfalls auch verlängert werden kann. Und nicht zuletzt, was bereits in den Landkreisen Görlitz und Nordsachsen Realität ist, muss endlich auch in Dresden möglich sein. Wir von der Linken fordern, dass Anträge auf Wohngeld endlich auch digital eingereicht werden können. Das vereinfacht die Beantragung für die Bürgerinnen und Bürger und die Antragsbearbeitung durch die Stadtverwaltung wird ebenfalls erleichtert. Meine Damen und Herren, ich möchte zum Schluss kommen. Die Stadt Dresden muss alle Möglichkeiten nutzen, um im Interesse der Mieterinnen und Mieter Einfluss auf den Wohnungsmarkt zu nehmen und die Mieten zu dämpfen. Der Anstieg der Mieten muss gebremst werden, damit das Leben in unserer Stadt bezahlbar bleibt, gerade in diesen Zeiten. Vielen Dank. Soweit der Einreicher der Aktuellen Stunde. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die SPD-Fraktion. Herr Triefs. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die Aktuelle Stunde heute ist mit Wohnen muss bezahlbar bleiben, Mietpreise bremsen, überschrieben. Das ist ein sehr weites Feld, deswegen würde ich die 5 Minuten auch gern nutzen, um ein kleines bisschen zurückzugucken, was wir eigentlich wohnungspolitisch in dieser Stadt schon erreicht haben, aber auch nochmal einen Blick nach vorne zu werfen, was denn so getan werden muss. Aber das, was natürlich besonders nahe liegt bei diesem Titel, ist erstmal mit der Mietpreisbremse einzusteigen, der neuesten wohnungspolitischen Errungenschaft, die für Dresden gilt. Ich freue mich sehr, dass es jetzt soweit ist, dass jetzt in Dresden die Mietpreisbremse in Kraft ist. Ich würde an dieser Stelle sagen, erledigt durch Regierungshandeln auf Freistaatsebene. Und auch nochmal vielen Dank insbesondere an Albrecht Pallas, den wohnungspolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, der da seit Jahren dafür gekämpft hat und geackert hat. Und ich bin sehr froh und ich denke, die Mieterinnen und Mieter in unserer Stadt auch, dass das jetzt endlich von Erfolg gekrönt war. Aber es ist nicht das Einzige, was wir in den vergangenen Jahren wohnungspolitisch geschafft haben. Schon seit einigen Jahren gilt in Dresden die Kappungsgrenzenverordnung, die sich auf den Mietpreisanstieg von bestehenden Mietverhältnissen bezieht und den deckelt. Wir haben ein kommunales Wohnungsunternehmen neu gegründet, was inzwischen ca. 1000 kommunale Wohnungen besitzt und damit sozusagen wieder sind wir insgesamt wieder in den kommunalen Wohnungsbau in dieser Stadt eingestiegen. Wir haben ein kooperatives Baulandmodell, um private Bauherren und Bauherrinnen nicht aus der Verantwortung zu lassen, auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und wir haben es inzwischen geschafft, dass wir Bebauungspläne in dieser Stadt so verabschieden, dass jedes Jahr 2500 Wohnungen fertig werden und wir damit über dem aktuellen Bedarf liegen, den wir an neuen Wohnungen in dieser Stadt brauchen. Nichtsdestotrotz sehen wir in den Daten, die auch von unserem Wohnungsmarkt bekannt sind, dass das am Ende nicht ausreichen wird. Und deswegen haben wir ja durchaus auch auf dieser Stadtratssitzung mehrere wohnungspolitische Debatten noch an konkreten Vorlagen und Anträgen. Und ich glaube, wenn man mal in die Zukunft schaut, werden wir diesen Dresdner Wohnungsmarkt nicht in den Griff bekommen und nicht dafür sorgen, dass der sich stabilisiert, wenn wir nicht weiterhin als Stadt aktiv sind und vor allen Dingen auch dahin kommen, tatsächlich als Stadtmarktakteur auf dem Wohnungsmarkt zu werden. Wir haben, wie gesagt, im Moment gerade knapp 1000 Wohnungen bei der Wohnen in Dresden. Das wird nicht reichen, um tatsächlich Einfluss auf diesen Wohnungsmarkt zu nehmen. Und deswegen sind diverse weitere Maßnahmen notwendig, damit wir hier tatsächlich zu Potte kommen. Ich habe mal zwei Stichworte aufgeschrieben. Das eine ist Grundstücke. Wir brauchen in dieser Stadt Grundstücke für den Wohnungsbau.
Es waren verschiedene politische Kräfte, die dafür gesorgt haben, dass das Tafelsilber in dieser Stadt verscheuert worden ist und wir nun so gut wie über keine kommunalen Grundstücke mehr verfügen. Es waren ähnliche politische Kräfte, die 2006 die kommunalen Wohnungen und die BOBA gänzlich verkauft haben, die auch sich an dem Ausverkauf der Grundstücke beteiligt haben. Und da müssen wir wieder ran. Da müssen wir die Fehler aus der Vergangenheit beseitigen. Da müssen wir tatsächlich einen Strategiewechsel fahren und so wie es in der Wohnungspolitik sonst immer heißt, bauen, 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 würde ich ja mit Blick auf die Grundstücke in dieser Stadt sagen, es hilft nur noch kaufen, kaufen, kaufen. Und wenn da mal ein Grundstück dabei ist, was sich dann am Ende rausstellt, dass wir doch nicht für eine eigene städtische Nutzung nutzen können, dann ist es auch okay, das auch wieder zu verkaufen, aber dann eben nur unter der Bedingung, dass die Gelder, die dort erlöst werden, in den erneuten Ankauf von Grundstücken gesteckt werden. Weil wir haben nicht nur den Wohnungsbau, wir haben Kitas, Schulen, Parkanlagen, Straßen, alles Mögliche, wofür wir Grundstücke in dieser Stadt brauchen. Und da wird es langsam wirklich eng. Aber ich glaube, wir müssen auch nicht nur darauf schauen, dass wir weitere Wohnungen und vor allem bezahlbare und kommunale Wohnungen in dieser Stadt bauen, sondern dass wir weiterhin auch für die Mieterinnen und Mieter in unserer Stadt etwas tun. Deswegen ist es richtig, dass wir heute über das Thema Milieuschutz reden werden und den Einstieg Dresdens in das Instrument der Milieuschutzsatzungen. Da werde ich dann später noch was dazu sagen, aber es ist vor allen Dingen wichtig, dass wir auch mit Blick auf die Verhandlungen und die Vereinbarung mit der Vonovia nicht nur über die Frage reden, wie viele Wohnungen kaufen wir denn von der Vonovia oder nicht, sondern dass wir auch über weitere Themen sprechen. Bisher war nicht Bestandteil der Diskussion die Frage, ob die Belegungsrechte über 2036 verlängert werden. Und viele andere Themen konnte ich jetzt in dieser Vereinbarung, in diesem LOI auch nicht lesen. Deswegen müssen wir diese Debatte führen. Aus meiner Sicht muss sie ordentlich vorbereitet geführt werden und kann nicht Knall auf Fall sein. Deswegen müssen wir tatsächlich schauen, ob es wirklich in dieser Stadtratssitzung und am morgigen Tag schon der Fall sein kann, dass wir über diese Vereinbarung abstimmen. Aber wir haben da noch viel vor und ich freue mich auf die wohnungspolitischen Debatten, die in dieser Sitzung noch kommen werden. Und beende damit an dieser Stelle erstmal. Vielen Dank. Als nächstes die FDP-Fraktion, Herr Flöthner. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aktuelle Stunde zum Thema Wohnen muss bezahlbar sein, Mietpreise bremsen. So wirklich aktuell ist das Thema ja eigentlich nicht. De facto diskutieren wir es in jeder zweiten Sitzung in irgendeiner Spielart. Bei den Themen müssen wir zwischen zwei Themen unterscheiden. Zum einen haben wir die Frage nach der Kaltmiete, worauf die aktuelle Stunde ja eigentlich in der Begründung ursprünglich abzielt. Zum anderen die Frage der Nebenkosten durch explodierende Energiekosten, die tatsächlich relevant werden. Wobei man Herrn Scholbach da korrigieren muss. Die Gaspreise explodieren nicht aufgrund der Sanktionen, sondern aufgrund der Reduzierung der Lieferungen durch Russland. Schauen wir uns das Thema Nebenkosten an. Dort bahnt sich ein wirkliches Problem ab. Wenn man mit Verdreifachen der Heizkosten kalkulieren muss, wird es viele Haushalte überfordern. Zunächst ist es Aufgabe jedes Einzelnen, so weit wie möglich Vorsorge zu treffen. Wie reduziere ich meine Heizkosten, Bilden von Rücklagen und so weiter. Aber auch das wird einige überfordern, wenn es so kommt. Der Umgang ist aber ehrlicherweise eine bundespolitische Debatte, kein Dresden-spezifisches Problem. Wir können versuchen, Transparenz zu schaffen, Hinweise geben. Wenn es um eine tatsächliche Finanzierung geht, ist erstmal fraglich, wie es erfolgt. Werden die Gaspreise schon beim Versorger gestützt, sodass Erhöhungen nicht in dem erwartbaren Umfang beim Endkunden ankommen oder nur geringfügig durch den Mieter umgelegt werden? Oder schlägt es direkt durch und man braucht Ausgleichsmaßnahmen? Es geht um solche Summen, dass man es nicht laufen lassen kann. Aber als Stadt haben wir kein direktes Handlungsfeld. Das muss man ganz klar sagen, das ist eine bundespolitische Aufgabe. Und dann kommen wir zu den regulären Mietpreisen, also vor allem die Kaltmietfrage. Auch wenn man es politisch jedes Mal aufs Neue versucht. Dresden hat kein Problem auf und mit dem Wohnungsmarkt. Die Mietpreisentwicklung der letzten 10 Jahre. Wir kommen von einem sehr niedrigen Niveau und die Mietpreise sind in den 10 Jahren 1:1 wie die Lohn- und Rentenentwicklung gestiegen, nicht darüber hinaus. Daher rückblickend ist das bis jetzt alles okay. Dass man für einen Neubau in bester Innenstadtlage mehr bezahlt, ist logisch, aber nicht der relevante Durchschnitt. Schauen wir uns den Wohnungsmarktbericht 2020 an. Da war erstmalig eine Steigerung der Leerstandsquote von 2 auf 3% ausgewiesen.
Das heißt, noch ist die Situation angespannt, aber auch die Tendenz und der Ausblick mit Neubau, stagnierender Bevölkerungsentwicklung zeigte an, dass es sich weiter verbessert. Der Ausblick war durchaus, dass wir in Dresden in 2-3 Jahren eventuell nicht mal mehr einen angespannten Wohnungsmarkt nach den aktuellen Definitionen haben. Aktuell sicherlich eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Anzahl der Flüchtlinge und dem Zuzug aus der Ukraine, aber insgesamt sollte die Tendenz aktuell weiter stimmen. Entscheidend ist, ausreichend viel zu bauen. In den letzten Jahren wurde das gut gemacht und muss weitergehen. Bei der Zins- und Preisentwicklung ist natürlich unklar, wie es genau funktioniert, aber zumindest als Stadt haben wir da einige Hebel in der Hand und können Hürden beseitigen. Wenn man zum Baubürgermeister schaut oder auch die Langwierigkeit im Bauausschuss bis zu den Entscheidungen, dann sind es zu lange Bearbeitungszeiten für Bauungspläne etc. Dort liegt der Flaschenhals. Und mit den ganzen Extrawünschen, ob das Architekturverfahren oder weniger Fläche beim Bau, weniger Etagen sind, vereinfacht man die Lage nicht, sondern sorgt selbst dafür, dass die Neubauten immer teurer werden. Am Ende gilt es wie in jedem Markt. Wenn genug Angebot da ist, gibt es kein Preisproblem. Den Stand haben wir in Dresden aktuell und wir haben es selbst in der Hand, dass es so bleibt. Ein Blick nach Berlin zeigt, je mehr versucht wird, politisch in den Markt einzugreifen, umso schlimmer wird's. Man weiß manchmal nicht, ob man lachen oder heulen soll, dass die in der Stadt Berlin verantwortlichen Parteien immer versuchen, die Berliner Probleme nach Dresden zu projizieren, um es dann mit Lösungsansätzen zu versuchen, die in Berlin zur Katastrophe im Wohnungsmarkt geführt haben. Daher als Fazit klar, wir sollten die Investoren nicht verkraulen, weiter bauen und im Mietmarkt gibt es zumindest bei den Kaltmieten kein Problem. Bezüglich der Nebenkostenentwicklung muss man weiter wachsam schauen, aber sind wir letztendlich auch ein Stück weit abhängig von den bundesweiten Entwicklungen. Vielen Dank. Als Nächsten darf ich für die Dissidenten Herrn Schmählich nach vorne bitten. Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, das Thema ist selbstverständlich aktuell, weil es immer aktuell ist und für viele Dresdnerinnen und Dresdner sogar von Tag zu Tag noch aktueller wird. Allerdings ist es auch so hinlänglich inkonkret, dass jeder auf seinem Steckenpferd reiten kann, die reale Situation aufbauschen oder, wie ich das gerade vom Kollegen Blödner gehört habe, verharmlosen kann, dem politischen Konkurrenten für die Misere die Schuld geben kann. Also das Thema gibt für alle was her. Nur, und das möchte ich hier an dieser Stelle mal kritisch anmerken, Debatten zur Sicherung und Schaffung sozialen Wohnraums in dieser Stadt zeigen immer wieder dasselbe Bild. Große Worte, wenig dahinter. Und immer dann, wenn es konkret wird, dann erweist sich dieser Stadtrat als eine Ansammlung von Dominosteinen, die, wenn es konkret wird, leicht umkippen. Ich möchte 2 Beispiele nennen. Das größte Wohnungsbauvorhaben der WED in der Johannstadt wurde mehrheitlich in diesem Stadtrat vereitelt, leider auch mit den Stimmen der Linken. Das vom Stadtrat bereits beschlossene kooperative Baulandmodell mit einer Quote von 30% wurde mit vereinten Kräften von CDU und rechts, leider auch mit Unterstützung von SPD und Grünen, abgesenkt, deutlich abgesenkt. Ich finde es dann sehr putzig, ehrlich gesagt, wenn ich gestern in einem Video der CDU-Fraktion von Herrn Ingo Flemming, höre, ja, die Linke hat sich ja gar nicht an unseren Reformen beteiligt und hat sich diesem kooperativen Baulandmodell verweigert. Das stimmt. Übrigens nicht nur die Linke, auch die Dissidentenfraktion haben sich dieser Absenkung verweigert und das ist auch gut so. Allerdings verkenne ich nicht, dass es eine Lernquote bei der CDU gibt. Anfänglich war man gegen die Gründung der WED. Anfänglich war man gegen das kooperative Baulandmodell. Anfänglich war man gegen Rekommunalisierung von Wohnungen von der Vonovia. Allerdings muss ich sagen, hier hat es Einsichten gegeben. Und das ist gut so, weil ich glaube, wir brauchen in dieser Stadt eine breite Mehrheit für auch kommunale Aktivitäten zur Sicherung eines ausreichenden Wohnbestandes, aber vor allen Dingen auch zur Sicherung eines ausreichenden Wohnbestandes, den sich die Menschen leisten können. In dieser Kooperation fällt die AfD komplett raus, die ja
erst kürzlich in der Debatte um die Zweckentfremdung von Wohnraum im Landtag erklärt hat, ihr Herr Barth, dass es in Dresden keinerlei Druck auf den Wohnungsmarkt gebe und von daher jegliche staatlichen Maßnahmen unnötig seien. Ich komme aber in diesem Zusammenhang, das werden Sie mir erlauben, Herr Oberbürgermeister, natürlich auch auf das, was von Ihnen anzustoßen ist und was Sie auch versprochen haben. Punkt 1 Ihres Sofortprogramms zur Oberbürgermeisterwahl, ich zitiere, mit mir als Oberbürgermeister wird die Stadt Dresden 10.000 neue Wohnungen bauen oder erwerben. Ich gehe mal davon aus, obwohl Sie keinen Termin genannt haben, dass damit die Perspektive 2035 gemeint ist, nämlich spätestens dann, wenn uns die Sozialwohnungen oder die belegungsgebundenen Wohnungen der Vonovia wegfallen. Allerdings, und das erwarten wir auch von Ihnen, Herr Oberbürgermeister, dass Sie mal erklären, wie Sie das anstellen wollen. Sie haben keinerlei Aussagen darüber getroffen, wie Sie das machen wollen, wie Sie das finanzieren wollen. Und da kann im Grunde genommen die jetzt vorliegende Vorlage, die wir ja auch wahrscheinlich dann morgen diskutieren werden, über diesen Letter of Intent mit der Vonovia, ja auch nur ein einziger Baustein sein. Aber auch da haben Sie noch nicht sich dazu geäußert, wie Sie die notwendigen Eigenmittel aufzubringen gedenken. Ich darf an dieser Stelle einfach noch mal darauf aufmerksam machen, und das geht auch ein bisschen in Ihre Richtung, Herr Hilbert, 60%, fast 60% der Dresdnerinnen und Dresdner haben sich an der Oberbürgermeisterwahl nicht beteiligt. Ich halte dies auch für ein Misstrauensvotum gegen die kommunale Selbstverwaltung, und ich glaube, Sie sollten nicht mit der Vergesslichkeit der Wählerinnen und Wähler rechnen. Ich glaube, diesem Stadtrat und auch Sie als Stadtoberhaupt haben die Verpflichtung, ich bin gleich fertig, diese Aufgabe jetzt entschlossen anzugehen. Und ich kann Ihnen versichern, wenn Sie es ernst meinen, Herr Oberbürgermeister, werden Sie meine Fraktion an Ihrer Seite wissen. Vielen Dank. Das werden wir dann in Kleinmurken ja mal testen. Und gestern haben wir das hier haushalterisch untersetzt, also insoweit die Antworten schon geliefert. Für die Freien Wähler, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, der Antrag von der Linken ist zu großen Teilen ein Antrag mit Wohlfühlrhetorik, im Grunde genommen ein Wohlfühlantrag. Es gibt Punkte, Herr Scholbach, die Sie jetzt angesprochen haben, da gehen wir voll und ganz mit Ihnen mit. Das befürworten wir, die Schaffung von Eigentum auch in Erbpacht, auch die Ausweisung von zusätzlichen Bauflächen. Das war der erste Teil Ihrer Rede. Aber im zweiten Teil sind Sie relativ schnell gewechselt zur Mietpreisbremse und zur Sicht aus oder zu einem Referat aus der Sicht der Mieter, aus Ihrer Sicht der Mieter. Wer Mietern Macht geben will, der bringt sie in eine gute Position. Der schafft einen Markt für Mieter, einen Mietermarkt. So funktioniert das in der sozialen Marktwirtschaft. Auf unserem Mietermarkt haben wir zum Beispiel aktuell ein Problem in den Nebenkosten, da ist Herr Blödner schon drauf eingegangen. Aber um den Mietermarkt zu bekommen, brauchen wir ein großes Angebot an Wohnungen zur Auswahl. So funktioniert das bei Angebot und Nachfrage. Bei einem knappen Mietwohnungsmarkt, dann haben Vermieter bessere Möglichkeiten, sich die Mieter auszusuchen. Auch bei Mietpreisbremse. Schauen Sie mal nach Frankfurt am Main oder nach München und schauen Sie auf die Mieten dort. Die Vermieter können sich bei der großen Anzahl an Interessenten den solventesten Mieter aussuchen. Und das ist egal, ob es die Mietpreisbremse gibt oder nicht. Die Familien mit geringem Einkommen oder mit Kindern oder vielleicht auch mit einem Hund, die Familien, von denen Sie immer reden, dass sie die geringsten Chancen haben, die haben dann die geringsten Chancen. Es gibt zwei markante Lösungen für diese Problematik. Das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt die eine Variante, mehr bauen, schneller bauen und günstiger bauen. Und es gibt die Variante, ein Deckel auf die Mieten. Wohin das mit dem Deckel führt, das haben 40 Jahre real existierender Sozialismus gezeigt, aber auch der unwirksame Mietendeckel in Berlin. Da
Da braucht man gar nicht so weit zurückschauen. Da reichen ein, zwei Jahre. Bei Punkt 1 kann auch die Stadt ihren Anteil leisten mit einer Politik der Unterstützung von Bauvorhaben für Miete und für Eigentum und mit der Beschleunigung von Bebauungsplänen. Was wir brauchen, sind mehr Flächen, auch außerhalb des Zentrums. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir nicht unnötige Auflagen haben, die die Baukosten dann noch steigern. Was wir nicht machen können als Stadt, das ist die Baukosten zu großen Teilen beeinflussen. Das ist einfach kein kommunales Thema, da sollten wir uns nichts vormachen. Und ich glaube, die Unzufriedenheit, was die Beteiligung an der Oberbürgermeisterwahl betrifft, hat auch etwas damit zu tun, dass wir im Stadtrat immer versuchen, uns Schuhe anzuziehen, gerade was die Baukosten betrifft, die einfach für die Kommune viel zu groß sind. Das ist egal, um welche Themen es geht, auch Baukosten. Baukosten sind Thema von Land, von Bund und natürlich auch vom Materialmarkt. Und daher die Frage auch an die Antragsteller, kann die Stadt Dresden allein für günstigen Wohnraum sorgen? Nein, das kann sie nicht, aber sie kann wichtige Punkte dazu beitragen. Und was man sich auch fragen sollte, und das bei vielen Debatten, die wir hier führen, um nochmal auf den Punkt der Wahlbeteiligung zu sprechen zu kommen, debattieren wir hier über kommunale Themen zu großen Teilen oder debattieren wir über Themen, die wir gar nicht beeinflussen können? Und überlegen Sie, wer hat diese Debatte über die nicht kommunalen Sachen beantragt? Vielen Dank. Als nächste die CDU-Fraktion, Herr Krüger. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen der Linken, was die private Hochzeit des FDP-Finanzministers und der private Besuch des CDU-Bundesvorsitzenden mit der heutigen Debatte zu Wohnen muss bezahlbar bleiben zu tun hat, das mag gern das Geheimnis der Linken sein. Solche Neiddebatten, bitte führen Sie die auf Ihren Parteitagen, wie wenig die verfangen. Wie wenig die auch zukünftig verfangen, das sieht man an den ständig fallenden Zustimmungsraten. Und auch solche Debatten, wie Sie sie hier heute begonnen haben, führen auch in Zukunft dazu. Wenn wir auf das Datum schauen, wann der Antrag eingereicht wurde, ist das der 9. Februar diesen Jahres. Es ist also ein Antrag, der in populistischer Art Ihren OB-Wahlkampf helfen sollte. Das hat nun mal zweimal nicht geklappt. Sie beziehen sich hier auf Ihren inzwischen überflüssig gewordenen Antrag zur Mietpreisbremse. Diese ist bereits durch Beschluss von CDU, Grünen und SPD auf Landesebene eingeführt worden und am gestrigen Tag auch für Dresden und Leipzig in Kraft getreten. Ihres Antrages hat es dazu in keiner Weise bedurft. Zur Begründung der Aktuellen Stunde verweisen Sie auf die Entwicklung des Wohnungsmarktes in Dresden. Den letzten aktuellen Bericht erhielten wir im Ausschuss für Soziales und Wohnen im November 2021. Eine besondere Dramatik spiegelt sich darin allerdings nicht wider. Ich will Sie hier nicht mit Zahlen langweilen, aber einige wichtige Eckwerte seien genannt. Der Wohnungsneubau in Dresden liegt seit 2016 bei durchschnittlich 2.500 Wohnungen pro Jahr und damit über den Bedarf von 2.000 Wohnungen pro Jahr. Der Leerstand an Wohnungen ist seit 2015 weitgehend stabil, zuletzt beim Bruttoleerstand bei 7%, beim strukturellen Leerstand bei 3%. Seit 2020 steigt der Leerstand sogar deutlich wegen der ausbleibenden Zuwanderung, unter anderem durch Corona. Die Steigerung der Bestandsmieten lag in den letzten 10 Jahren bei 2-3% jährlich und damit im Wesentlichen in der Größenordnung über der durchschnittlichen Einkommenssteigerung. Auch wenn es natürlich immer wieder Einzelfälle gibt, die von einem Gesamtbild abweichen. Aber die Wohnkostenbelastung, also die Mietbelastung in Prozent des Nettohaushalteinkommens, lag in den letzten 5 Jahren stabil bei 28% und zeigt, dass die Entwicklung nicht von der Einkommensentwicklung abgekoppelt ist. Das blendet allerdings auch nicht aus, dass natürlich trotz Mietbelastung für einkommensschwache Haushalte deutlicher ausfällt als bei einkommensstärkeren. Und auch bei den Angebotsmieten, also den Wohnungen aus dem Neubau, sieht die Entwicklung dramatischer aus. Dort kann man unbestritten stark
steigende Neubaumieten prognostizieren und sehen. Da es für uns selbstverständlich ist, aus sozialer Verantwortung heraus bezahlbaren Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten abzusichern, haben wir im Gegensatz zu den Linken in den vergangenen Jahren an zahlreichen Bausteinen mitgewirkt, die Mieten stabilisieren und das Wohnen bezahlbar halten. Und es bedarf dabei vieler Mosaikbausteine, dieses Ziel zu erreichen. Ich möchte nur wenige nennen. Wir, CDU, Grüne und SPD, haben auf Landesebene Förderprogramme für den sozialen Wohnungsbau auf den Weg gebracht und die dazugehörigen Beschlüsse auf städtischer Ebene mitgetragen. Wir haben die Kappungsgrenzenverordnung für Mieterhöhungen im Bestand verlängert. Wir haben, wie schon ausgeführt, die Mietpreisbegrenzungsverordnung für Wiedervermietung seit gestern in Kraft gesetzt. Wir lassen die Sozialräume in Dresden überprüfen auf die Notwendigkeit sozialer Erhaltungssatzung. Die Koalition auf Landesebene aus CDU, Grünen und SPD prüft derzeitig die Einführung einer Verordnung zum Zweckentfremdungsverbot. Wir als CDU haben auch an der Tagesordnung dieser Stadtratssitzung mehrere Anträge um die Baulandmobilisierung massiv vorangetrieben. Wir haben in zähen und langwierigen Verhandlungen mehrerer Fraktionen dieses Rates ein tragfähiges, kooperatives Baulandmodell verabredet. Die Linke war nur am Anfang dabei, hat dann im Beschluss aber kalte Füße bekommen. Und wir stützen die Bemühung des Oberbürgermeisters zum Ankauf von 3.000 Wohnungen von der Vonovia. Bei all diesen Bemühungen waren und sind wir als Union im Boot oder treiben sie sogar maßgeblich voran. Deshalb ist es schon bizarr, dass gerade die Linke dieses Thema immer wieder befeuert, obwohl der Beitrag bei diesen Mosaiksteinen faktisch null ist. Ich komme langsam zum Schluss. Sie, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von den Linken, müssen uns bei diesem Thema nicht belehren. Wir wissen sehr gut, was zu tun ist und setzen das im Gegensatz zu Ihnen auch um. Ich will abschließend betonen, dass unabhängig von Mieten heute in erster Linie die Nebenkosten das gravierende Problem sein werden. Dabei insbesondere die Energie- und Heizkosten. Die Gründe und Ursachen muss ich hier an dieser Stelle nicht erläutern. Das wäre ein wirklich angemessenes Thema für eine Aktuelle Stunde gewesen, auch wenn die Handlungsoptionen der Stadt hier natürlich begrenzt sind. Das, was wir aber tun können, sollten wir auch tun und unsere Zeit nicht mit einem solchen populistischen Kram wie von Ihnen hier vorgelegt zu verschwenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörende im Stream, ja, zum Schluss jetzt ist es ein bisschen schwierig. Ich versuche mal, die Position zusammenzufassen. Ich wäre auch ganz glücklich gewesen, wenn wir auf die aktuelle Debatte verzichtet hätten. Nicht, weil ich Wohnungspolitik unwichtig finde, sondern weil es ja nun einfach mal faktisch so ist, dass mit Beschluss vom 31.05. im sächsischen Kabinett und mit der gestrigen Veröffentlichung im Verordnungsblatt am 12.07. die Mietpreisbremse de facto eingeführt ist für Leipzig und Dresden. Und das weiß ja nun auch jeder. Und insofern gestatten Sie mir, liebe Linke, doch noch mal den kleinen Verweis. Ich sehe schon, dass das hier ein bisschen ein Überbleibsel aus dem OB-Wahlkampf ist, denn natürlich war das schon länger eingereicht. Und ich glaube, Sie wollten auch gern SPD und Grüne da ein bisschen vorführen. Nun ist es aber so, der Druck hat gewirkt. Und ich danke auch den Linken ausdrücklich. Wir haben hier im Stadtrat mehrfach gemeinsame Beschlüsse dazu ja auch gefasst. Insofern sollte man das mal sagen. Aber auch die CDU hat es ja am Ende mitgemacht im Koalitionsvertrag. Insofern sind es 4 Fraktionen, die in Stadt und Land da gemeinsam gearbeitet haben und die Mietpreisbremse letztendlich eingeführt haben. Ich will noch mal, weil das noch gar nicht gesagt wurde, für alle, die sich fragen, was soll denn das sein, Mietpreisbremse, einfach mal faktisch sagen, was es bedeutet. Also bei Neuvermietung von Bestandswohnungen darf man dann maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen. Und das ist gut so, denn es gibt durchaus Fälle, wo das weit höher liegt. So, das könnte man, wenn man jetzt mal den Titel der aktuellen Debatte nimmt, im Engeren belassen. Wir haben ja 59 Tops heute, viele von denen gehen auch ums Thema Wohnen, aber da alle anderen auch ihre Prioritäten genannt haben, spreche ich für die Grünen da auch nochmal kurz. Ich glaube, das ganz wesentlich für uns ist, und das ist ein Landesthema, was wir aber vielleicht städtisch auch platzieren sollten, wir müssen unbedingt die Fördersätze für den sozialen Wohnungsbau anheben. Momentan die Förderkulisse von 3,50 reicht nicht aus. Das ist ein sehr wichtiges Thema, das wird landespolitisch eine große Rolle spielen. Ich glaube, wir brauchen Förderprogramme für nachhaltiges Bauen, auch im Sozialwohnungsbau. Wir wissen, dass die WED
wenn sie allein nur ein Gründach errichten will, eigentlich auf wirklich Zuschüsse der Stadt angewiesen ist. Es ist nicht möglich, mit dem Fördersatz sowas zu bauen. Wir wollen aber gern als Grüne, dass auch die WED, und sie möchte das ja auch selber in dieser ganzen Frage nachhaltiges Bauen, ist auch die Frage der Baustoffe, Holzbauweise, Hybridbauweise, damit vorangehen. Flächen für den sozialen Wohnungsbau ist gesagt worden. Wir haben die Flächenerwerbstrategie aus Geschäftsbereich 6 heute auf der Tagesordnung. Ich glaube, ein sehr wichtiges Thema wird werden, und ich staune ein bisschen darüber, dass es noch nicht so groß diskutiert wird, die Finanzierung der aktuellen WED-Vorhaben. Wie ich hörte im Finanzausschuss, wurde angedeutet, dass die momentanen Projekte durchaus ein Problem mit der Finanzierung haben, weil sie keine Kredite auf dem freien Markt mehr kriegen. Ich glaube, das ist wirklich ein großes Thema. Dazu brauchen wir sehr schnell eine Lösung. Wir haben das Thema Ankauf von Wohnungen Vonovia entweder morgen oder dann in der nächsten Sitzung. Dort ist vom OB jetzt gestern per Haushalt mitgeteilt worden, 40 Millionen sind dort jetzt erstmal der Ansatz. Ich kann nicht beurteilen, ob das reicht, ob das funktioniert. Ich frage mich auch, wie wir diese Wohnung, die einem großen Teil, glaube ich, unsaniert oder nur teilsaniert sein werden, dann sanieren. Ich glaube, es braucht dort unbedingt Förderprogramme. Ich glaube nicht, dass das mit den 40 Millionen, die die Stadt hier einstellt, zu bewerkstelligen ist. Insofern wäre das eine ganz entscheidende Aussage. Wie stemmen wir die energetische Sanierung? Denn wenn wir diese Wohnung kaufen, ohne dass wir eine Finanzkulisse für die Sanierung haben, dann bringen wir die WED ganz erheblich in eine weitere Schieflage. Zur Zweckentfremdungssatzung. Es ist benannt worden. Gestern gab es dazu eine Debatte im Landtag, angestoßen von der Fraktion Die Linken. Die Koalitionsfraktion aus CDU, SPD und Grüne reden da schon sehr lange drüber. Und Kollege Grüger, das wäre ganz toll, wenn Sie die gleiche Vehemenz, die Sie hier vorbringen bei dieser Zweckentfremdungssatzung, Ihren Kollegen im Landtag mal mitteilen. Denn die stehen da ein bisschen auf der Bremse, auf der Zweckentfremdungsbremse, nicht auf der Mietpreisbremse. Ich will mal kurz die Zahlen nennen. 1200 Wohnungen in Dresden sind von dieser sogenannten Zweckentfremdung, das heißt Umnutzung im Airbnb oder anderen Vermietungsbereich betroffen. Und ich finde, das ist schon ein erheblicher Anteil, dem man sich widmen kann. Ansonsten sehe ich auch, wo wir als gesamte Gesellschaft erheblich gefordert sind, das ist die Frage zweite Miete, dieser wahnsinnige Anstieg von Nebenkosten, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und da bin ich, lieber Kollege Scheubach, eigentlich sehr froh, dass Herr Habeck sich da sehr engagiert. Und um das auch nochmal zu sagen, die gleiche Rede im Landtag heute war schon mal zu hören. Das ist nicht das Grünbashing, was ich mir von den Linken wünsche. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Aktuellen Stunde in der Fraktionsrunde die AfD-Fraktion, Frau Dr. Schöps. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir reden heute über ein Problem, das uns durch politische Fehlentscheidungen der letzten Jahre und Jahrzehnte eingebrockt wurde, zum Beispiel durch den Euro mit seinen Konstruktionsfehlern, die kaum mehr korrigierbare Niedrigzinspolitik, die die Immobilienpreise mit in die Höhe getrieben hat, die Abzocker des Staates bei Steuern, die dazu führt, dass Arbeiten sich nicht mehr lohnt, oder einfach überzogene Standards und lähmende Bürokratie beim Bau und der Sanierung von Wohnungen. Seit dem 13. Juli, Sie haben es schon gehört, gilt in Dresden die Mietpreisbremse. Die Miete darf also bei einer Neuvermietung einer Wohnung nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete aus dem Mietspiegel liegen. Aber ich muss Sie enttäuschen, dieses Heilsversprechen wird nicht aufgehen. Herr Krüger, ich frage mich, warum machen Sie denn auf Landesebene mit, wenn diese Mietpreisbremse eigentlich in Dresden gar nicht erforderlich ist? Also das konnten Sie nicht so wirklich erklären in Ihrer Rede. Die Mietpreisbremse wird nämlich keine einzige neue Wohnung schaffen und keine einzige Wohnung freiziehen. Und vor allen Dingen nicht im unteren Preisbereich. Letzteres würde auch gar nichts bringen, denn die Mietpreisbremse, wenn Sie genau nachgelesen hätten, gilt nämlich nicht für Neubauten und auch nicht für Wohnungen, die erst nach dem 1. Oktober 2014 zum ersten Mal vermietet wurden. Auch mit einer umfassenden Sanierung, einer Luxussanierung, können sich Vermieter aus der Bredouille bringen. Für sozial verantwortungsvolle Vermieter wie etwa die Wohnungsgenossenschaften, die wir in Dresden ja auch reichlich haben, ist die Mietpreisbremse ein Schlag ins Gesicht. Die haben nämlich bei bisher vergleichsweise niedrigen Bestandsmieten häufig auf vorhandene Spielräume zur Mieterhöhung verzichtet. Sie laufen jetzt Gefahr, dass sie ihre aufgrund von Bauflation und Lieferengpässen stark gestiegenen Kosten nicht mehr realisiert bekommen. Wir brauchen also, und so kann man es nennen, eine Baukostenbremse und vor allen Dingen eine Bürokratiebremse. Herr Blödner, ich bin da ganz bei Ihnen.
Und selbst wo die Mietpreisbremse tatsächlich greifen sollte, werden sich viele potenzielle Mieter die Wohnungen trotzdem nicht leisten können, weil sie einfach von vornherein so teuer sind. Oder sie bekommen sie nicht, weil sie mit Konkurrenten sich um die Wohnung bewerben, die einfach ein besseres Einkommen oder einen höheren sozialen Status haben. Und Mieter, die dann mit höherem Einkommen sich eigentlich eine bessere, teure Wohnung leisten könnten, freuen sich, dass sie halt weniger Miete zahlen, obwohl sie mehr zahlen könnten und haben dann sozusagen einen Mitnahmeeffekt bei ihrer Miete. Ich glaube nicht, dass das Sinn der Sache ist. Herr Drews, jetzt auf dem Höhepunkt der Immobilienpreise, Sie wissen, es ist eine Art Blase, deutet sich ja an, Schrottwohnungen von der Vonovia zu kaufen und was anderes werden wir nicht kriegen oder Grundstücke will zusammenzukaufen, das ist wirtschaftlich so unvernünftig, wie es nur ein Sozialist von sich geben kann. Tut mir leid, ich musste das jetzt so sagen. Meine Damen und Herren, die AfD will wirklich bedürftigen Menschen auf dem Wohnungsmarkt behilflich sein. Unser Ansatz zur Unterstützung von Mietern mit kleinem Einkommen ist in erster Linie das Wohngeld und zwar deutlich höher, als es derzeit ausgereicht wird. So kann individuell nach Lebenslage und gegebenenfalls auch zeitlich befristet geholfen werden. Und auch, wenn die Sozialbindung der Wohnung nach 15 Jahren längst abgelaufen ist. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, Bauen in Zukunft wieder erschwinglich zu machen, insbesondere für Familien. Ich denke beispielsweise an die Senkung der Grunderwerbssteuer. Das könnte man ja im Land machen. Sie sitzen ja teilweise in der Landesregierung. Aber nein, Sie machen gerade das Gegenteil. Sie erhöhen in dem neuen Haushalt jetzt die Grunderwerbssteuer. Das ist doch völlig widersinnig und kontraproduktiv für die Schaffung von neuen Wohnungen und vor allen Dingen von Wohneigentum. Ich denke auch an die steuerliche Absetzbarkeit von Hypothekenzinsen, allgemeine Steuersenkung. Stellen Sie sich vor, von jedem einzelnen Euro, der durchschnittlich in Deutschland verdient wird, behalten Sie gerade mal 47 Cent in Ihrem Portemonnaie. Wer arbeitet, muss auch dementsprechend honoriert werden, Vermögen aufbauen können und letztlich dann sich vielleicht auch irgendwann mal eine besonders schöne Wohnung oder dann auch Wohneigentum leisten können. Das ist unser Anspruch für Deutschland, auch wenn es zurzeit aufgrund der allgemeinen Probleme nur schwer realisierbar ist. Und ich denke an wirksame Maßnahmen gegen Inflation, die Einkommen und mühsam angespartes Vermögen von Millionen von Menschen auffrisst. So geht das einfach nicht. Heben Sie doch einfach die Sanktionen gegen Russland auf, die Deutschland im Grunde schaden und Russland lacht ja nur drüber. Machen Sie Nord Stream 2 auf, damit endlich kein umweltschädliches Gas aus Übersee mehr, das viel zu teuer ist, importiert wird, sondern wir das billige Gas weiterkriegen. Das ist doch das, was die Menschen wollen. Und doch eine Sache muss ich am Ende nachschieben. Ich denke mal, jetzt gehen Sie alle auf die Barrikaden. Sie wissen ja, die AfD hat eine ganz einfache Lösung, wie man Wohnraum auch in Dresden freiziehen könnte. Die AfD ist der Überzeugung, dass eine konsequente Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer, der Stopp der illegalen Masseneinwanderung in die Sozialsysteme und in den Niedriglohnsektor und das Herunterfahren der OT-zentralen Unterbringung den Druck auf den Wohnungsmarkt deutlich verringern könnte. Vielen Dank. So, meine Damen, meine Herren, damit ist die Aktuelle Stunde zum Thema Wohnen beendet.